Freunde des Geldes und der Livestreams. Ich bin jetzt ab 21 Uhr. ABK, folgen wir. Wir sind da, Digga. Let's go. Guter Mann. Folgt ihm auf Twitch. Live auf Twitch. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung und kommt vorbei. Guten Morgen. Guten Morgen. Dankeschön. Das ist wie Klassenfahrt gerade, ne? Alle hüpfen sich an. Mannschaftsverlust. Böse, guck böse. Leute, ich bin gerade mit den Jungs an meiner Uni. Es gibt hier gut um, du und die müssen niemals landen, du Bastard. Das ist Abi abgemacht. Na guck hier, du wärst hier am Lauf, du dummer Bastard. Jetzt hast du Hemd und tust nur so. Sei mal für Mädchen. Ich schick's dir. Fly. Ich will dich mal studieren. Komm, steig ein, schau wieder zurück zum Bahnhof, du Bastard. Alhamdulillah, ich habe so Realschulabschluss. Was hast du hier vor? Ey, Bruder, warte mal, mach mal. Guck mal, genau. Nicht für jedes Abitur lukrativ, ne? Es kommt auch immer darauf an, was man machen möchte. Es ist gut, Abitur zu haben, so, aber. Wenn du damit nichts anfangen kannst, dann ist es verschwendete Zeit gewesen, ne? Maske holen und hol dein Abi nach. Guck, wie der geht. Gott, der Arme. Ey, du musst was machen. Du hast kein Abi, du. Ich hab Auflauf, ne? Du hast der größte Sonderschüler der Rechte. So hab ich Bock. Ich bin am Bann. Ich seh die Uni auch an innen aus. Wolle, Hauptschule ist besser. Ich steh auf, du hast kein Abi. Ich steh auf, du hast kein Abi. Ey, ich wollte mich nicht mehr. Ey, ich hab dich nicht. Ey, das ist ein Hauptschulabschluss. Das ist immer noch, Bruder. Hier ist noch Abi-Menschen. Du musst seinen Bart rasieren, weil der muss gleich zusammen. Bruder! Fotos machen. Dann können wir dann abwarten, dann braucht er jetzt eine Ausbildung, dann muss er den hauen. Jetzt auch mal dein Abi gemacht, hast du die Scheiße gar nicht machen müssen. Ja. Das ist jetzt Uni eingeschrieben und jetzt noch gechillt. Ja, oder? Du hast es abgebrochen zu haben? Nein. Ja. Mach deinen Kopf nach oben, du dummer Bastard. Du hast dein Abi abgebrochen, damit du chillen kannst. Guck mal, wie ich gechillt habe, Abi. Ich hab nie gelernt, ich hab nichts gemacht, nur gechillt. Und ich hab Hauptschulfluss und unseren Mann. Du hast nicht gelernt? Nie gelernt, die Schule. Mach so. Nein, die haben so einen Schaden, diese Sachen. Was waren die für Sachen, Digga? Oh, doch, so kriegst du safe eine Ausbildungsstelle. Ey, die Jungs haben gerade von Weitem zwei Mädchen an der Uni gesehen und das hat dann ihre ganze Lebenseinstellung geändert. Ich schwör auf Koran, ich war ganz studieren. Ey, meld mich mal an, ich will Abi machen, meinst du, ich will auch hier. Was für geile Weiber, Alter. Ich hab euch gesagt, fang an zu studieren. Und ihr wisst, die es gibt sehr schöne Abiturientinnen, ne? Auf jeden Fall. Das sind Studenten. Doch, Abiturienten. Studenten meine ich doch, Digga, sorry. Digga, los. Eben auch, ne? Bruder. Bruder, ich war gerade studieren, ne? Ich geh einfach mit engen Leggings in Vorlesung rein, Bruder. Oi, yo. Versteht ihr, warum ich so lange Jahre schon studiere? Ich will auch wie du sein. Weil die Professorinnen, Alter, ich hab die gesehen, wo die Haare blond waren, danach sind die grau geworden. Aber ich muss sagen, ich hatte noch nie eine Lehrerin, wo ich sagen würde, boah, die würde ich weghauen. Noch nie mein ganzes Leben, ne? Wirklich noch nie. Noch nie. Bei mir gab's noch nie eine schöne Lehrerin, ehrlich. Ich bin immer noch da. Hätte ich gewusst, dass das so geile Weiber sind, ich hätte Abi nicht abgebrochen. Ich dachte auch, du bist wie ABK. Auf einmal ist hier gerade enge Lederlinge. Was ist denn mit mir? Ey, du hast auch enge Lederlinge, aber behaarte Beine. Ey, komm, wir machen Abi. Mach und auf Abendschule auf meine Mutter. Ich schwör auf meine aber Mutter. Aber wir gehen diese Uni, egal was die studieren, ja, wir gehen da. Wir gehen nur mit Hemd-Uni. Und ich muss abnehmen, 15 Kilo. Bruder, was war das für Weiber, Bruder? Guten Morgen. Jetzt brauche ich wieder meine almanischen Freunde, die Skater-Kollegen von mir. Skaten, verrücktes Hobby, Digga, ich sag dir ehrlich, Alter. Früher dachte ich immer, so ein Witz mit, dass er skatet. Nein, Digga, seine ersten YouTube-Videos waren doch, wo er geskatet hat und so, ne? Er kann echt skaten, ja. Ja, er ist schon immer dabei gewesen. Oh, aber ich find Skaten irgendwie voll cool. Ich weiß nicht, ich bin auch nicht so ein Skate-Fan. Also ist cool, wenn das jemand kann, so, aber selber will ich das niemals machen. Aber wenn man richtig das sieht kann, richtig cool aus, wenn man, wenn man das kann drauf hat. Ja. Safe. So, geht doch, so ist doch gut. Ja, aber... Ja, ne, mach. Das ist so, wie wenn jemand krass bei Fußball jonglieren kann und so krasse Skills machen kann. So ist das bei Skaten, verstehst du? Das ist richtig cool. Das sieht cool aus. Ja, find, das ist ein cooler? Schlechter Vergleich. Doch, ist ein guter Fußball, Vergleich. Fußball wenn jemand gut dribbeln kann und so, sieht richtig cool aus. Ja, Skaten, sieht nicht Skaten so und so, wenn man diese Tricks kann, ist auch richtig sieht cool. Sieht da nicht besser aus, als wenn Messi dribbelt. Also, Junge, chill doch mal, du verstehst nicht, Digga. Du verstehst den Vergleich zum Beispiel nicht. Verlorener Team. Und du nimmst auch, wenn Dinge in Cheetah gewacht werden, noch in dieser Position. Ihr seht ihn noch so unter mir. Kuchen! Oh! Heute zeige ich euch, how to do den 360 Body Fair. Deswegen würde ich Skate nicht machen, Digga, wegen Hinfallen und so. Ich hasse das,
mich zu verletzen. Also ich mag das überhaupt nicht, Digga. Deswegen lieber sowas sein lassen, Digga. Wirklich. Geht. Oh. Alles gut? Oh. Ich bin voll auf den Kopf gefallen und ich voll schwindelig. Warum kann ich sehen, was hinter mir ist? Ich bin schon Eule geworden. Ja, Leute, guck mal, ich habe ja mit dem damals dieses Klaviervideo gemacht, ne? Und ich habe Bock auf einen zweiten Teil. Am besten diesmal nur mit Anime-Songs. Ich würde jetzt nicht wieder 100 machen, aber vielleicht weniger, keine Ahnung, 20, 30. Aber diesmal dann richtig episch so. Machen wir Violin. Animes, boah, da bin ich überhaupt nicht drin. Aber das wird auf jeden Fall den einen oder anderen richtig freuen, ne? Aber hört auf, Animes zu gucken. Animes, das weiß ich auch nicht, Digga. Streich hast gar keinen Bock, Alter. Was ist dein Lieblingsanime? One Piece. Dann mache ich die Themes von One Piece und so. Dragon Ball rein. Okay, dann machen wir, okay. Okay. Ey, das ist jetzt zwar kein Anime, aber ich spiele euch mal kurz was vor, damit ihr so wisst, was ich meine. Das ist auch eine Melodie, kennt einfach ja, jeder, klar, ne? Muss man sagen. Und ich weiß nicht, wie das heißt. Sure, wollte ich auch gerade sagen. Jeder kennt es, aber man weiß nicht, wie das heißt. River flows in you. Hi. In ganz Europa steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen wieder an. Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jump in it first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd. Amsterdam, Digga, die sind so oft in Holland, ne? Holland, Digga. Amsterdam ist echt cool, Digga. Ehrlich, müssen wir echt mal wieder hin, ja? Ist cool. Amsterdam ist eine geile Stadt, mag ich. Ist cool. Wir machen immer nach Holland, ja. Dein Outfit wäre. Was ist das denn? Hat er die Löcher nicht selber gemacht? Sei mal ehrlich, Big Mo, was ist das denn? Hat er die Löcher nicht selber gemacht? Der hat die echt selber gemacht. Ja, er dachte, er ist Trendsetter damit. Er dachte, Kanye West und so. Chill mal. Was ist das denn? Verstörend und unangenehm. Das sind nicht meine Adjektive. Ey, passt ein paar, ein bisschen Geld dabei. Ich wollte kurz bei der Tankstelle was kaufen. Wann hat der Jupp kein Geld? Was ist das für eine Frage? Oder nimm, Bauchtasche geht. Ja, hallo. Du telefonierst, ja? Warte mal. Ja, hallo. Du telefonierst, Ja, hör mal deine Frisur, kleine Fotze, was gehst du mir so auf die Netze? Nein, ich komm. Da geht telefoniert mit seiner Mutter. Nein, da schon oben links, das ist nicht seine Mutter. Auch wenn im Krisen das Pater fehlt, weil der Bruder ist, schieße für morgen. Ich geh jetzt zu meiner Tante, bitte benimmt euch alle. Soll ich mir den Kopf abziehen? Nein, lass an. Soll ich Haarfarbe wechseln? Nein, ist okay. Benimmt euch bitte einfach, oder? Hier gerade bei jungen Konkurrenzen so. Lass es dir schmecken. Wie kann man mit so vielen Leuten Familienbesuch? Guck mal bitte, wie sind Schulklasse. Weißt du, was meine Mutter vorhin zu meiner Tante gesagt hat? Ihr wisst das gar nicht. Meine Mutter sagt zu meiner Tante, da sind aber 9 Leute dabei, ne? Meine Tante so, wie kann man so, ja, ist normal, ist ABK-Army gekommen. Also, da zu wohnen wäre schon. Hey, Leute, eine Frage an euch ein, ne? Digga, ich höre, die sind einfach mit 10 Mann oder so, ja. Also, 8 schon stabil. Dass er einfach 3 Jahre älter als ich ist und trotzdem, dass ich mehr Bart habe als der. Wo ist dein Bart, du kleines Kind? Ja, siehst du, Bruder? Ey, übertreib doch einen Schuh, Bruder. Riech. Mit wem bin ich gerade in Amsterdam? Und mit dem Gangbang, auch genannt Nebi dos Santos, ihr wisst doch. Hast du eine Nutte, die ich für Geld schicken würde, ist hier. Wie, was rauchst du da, Bruder? Was ist das? Krass, Bruder. Das ist ein Blut. Boah, wo ich in Amsterdam nicht war, war Rotlichtbezirk. Ja, da war ich nicht. Da war ich nicht, Digga. Nee, ist das da cool da? Du warst ja da. Ne? Ich weiß nicht, ob das cool ist. Aber wie war es da so? Zum Anschauen kann man noch. Waren da, also, hast du das halt richtig voll, hast ne? Die Frauen richtig gesehen so? Ja, die sind am Fenster. War die stark? Aber geht, war gut, ja. Da muss ich echt mal hin, Alter. Rotlichtbezirk. Aber da ist so voll, ne? Ja klar, also, da sind richtig. Touristen alle, Digga. Auch weil das ist mitten in der Innenstadt, das ist ja nicht außerhalb, ne? Das ist genau in der Innenstadt. Dabei. Krank. Blatt, Bruder. Das ist krass aus Holland. Das ist kein krass, Mann. Normal. Ey, Mann, ich wiss nicht, Mann. Krank, ja. Ey, ledig klötzak. Normal, Mann. Ich bin bijna doodgegaan. Ja, Mann, niet ruiken, Mann. Das ist nicht gut. Ich kann echt nicht gebruiken, Mann. Nee, gewoon die witte pakken. Ja, vriend, ja toch. Ey, mijn Heimatland. Ey, Joop, Gangbang, welche Fahne ist das da hinten? Die Regenbogenfahne, was ist das für? Ey, Jungs, sind von Brasilien. Spaß. Voll unnütz. Ich mach alles aber unnütz. 3, 2, 1, go! Nummer zur Info, ne? Guck mal, wie viele wir haben. 9:09. Bier! Jonas Virgin! Ey, wo ist die Giese gestorben? Der Arme, guck mal!
Also das ist nichts Neues für mich, der Gewinner zu sein. Ey, Opfer müssen ins Parkhaus. Ich hab mal gesagt, die wieder Opfer. Was bist du denn? Ey, ich mach grad mit dir ein Interview. Ey, der hat Behinderung, der Arme. Wie hat dir dieser Tag heute gefallen? War richtig geil, der Tag hat richtig Spaß gemacht. Willst du noch weiter mit uns chillen? Ja, auf jeden Fall. Du willst gar nicht nach Hause, ne? Nein, Mann, ich will mit uns bleiben, ne? Mit euch öfter. Mit uns bleiben, ne? Noch ja, einmal. Boah, auf jeden Fall, ja. Seid die krassesten, mit okay. Uns immer Spaß. Was kann man dazu sagen, außer Schaden trifft auch Schaden? Tschatscha! Digga, diese Jungs sind richtig ehrlich. Mit denen am besten keine Trips machen. Ich glaube, man kommt am Ende noch Knast rein, ja. Ja, das glaube ich auch nicht. Let's go. Schaden. Yeah, I'll be there for you. Cause I'm not.